mutig, sich mit so etwas in das Feld des Geldes, sage ich mal, Unternehmen, das soll ja Geld verdienen, zu wagen. Wie machen Sie das? Sie geben Vorführungen, Sie schulen, wie kann man sich das vorstellen? Sozusagen von der Musik mehr zum Unternehmerischen, wie hat das angefangen, wie können wir uns das denken? Also neu war für mich dann die Aufgabe, den Kontakt zu Menschen selber herzustellen, denn vorher als Lehrer war das ja miteinander geregelt. Da gab es die Institution Schule und wenn Eltern ein Kind hatten, dann wussten die, da steht Schule drauf, da kann ich hingehen. Das ist der Vorteil von Schule. Das ist der Vorteil, der unternehmerische Vorteil von Schule. Das kann man so sagen. Ja. Meine neue Sichtweise auf Schule. Die Kunden sind sozusagen garantiert. Die können nicht weglaufen. Das wird sogar mit Verweis gehandelt. Doch, nein, die dürfen weglaufen. Das ist wirklich genial, dass heutzutage nicht mehr einfach die Schule genommen wird, die gerade nebenan ist, sondern es ist inzwischen Standard, dass die Familien die Schule sich selber aussuchen. Ja, ja, das ist doch so ein bisschen Kundenorientierung. Ja. Und ich höre immer so raus, Sie waren Lehrer, sind Sie es nicht mehr? Das können Sie mir ja hinterher sagen. Das lassen wir noch einen Moment offen. Und dieses Instrument ist sozusagen Ihr Betriebskapital und Sie haben gelernt, was zu spielen? Oder das muss man ja wahrscheinlich neu lernen? Ja. Also wie mache ich das jetzt, diese schönen Entdeckungen und diese Ernährung, die ich da erfahren konnte, an andere Menschen ranzubringen? Zwischen das Bedürfnis nach Klang und dessen Befriedigung schiebt sich heutzutage immer der Lautsprecher, auch auf dem Klo, also wenn es rückwärts geht. Es gibt kein stilles Örtchen mehr auf den Autobahnen. Überall ist der Lautsprecher installiert. Und das Schwierigste an meinem Geschäft ist wirklich, wie sollen denn die Leute das wollen können, wenn es doch was Neues ist. Also diese 1000 Telefonate, ja, das ist jetzt auch meine Erfahrung, die braucht es, um rauszukriegen, hast du Interesse, was Neues kennenzulernen und dann daraus eine Begegnung zu machen. Und die Begegnungen sind immer so, dass ich die Menschen hinterher bitte, was in mein Gästebuch zu schreiben. Also man erlebt etwas und vielleicht können wir uns auch noch mal erinnern, hier, als ich jüngst da war, vor wenigen Jahren, da hatte ich ein Instrument bei mir, das war nur so klein. Und das spielte ich dort auf dem Sofa, auf dem Schoß. Und es war für alle Anwesenden so ein intensives Erlebnis, dass da Erinnerungen geblieben sind. Und für mich, die Begegnung hier, hatte dann zur Erinnerung, dass Herr Faltin noch die Verpackungsfrage ansprach. Ich bin einfach sehr praktisch veranlagt. Was soll denn so einer anziehen, der solche Musik macht? Also die Verpackung des Künstlers. Ja. Also wie soll denn dieser Schleierspieler, Lyraspieler Hartmut Reuter aussehen, damit das irgendwie zusammenpasst? Und da hat sich genau das abgespielt, was ich gerade sage über Musik und man greift immer nach dem, was man hat und kennt. Zuerst ging mal die Suche nach in die Vergangenheit, ins Mittelalter. Mittelalterliches Büßergewand, Mönchskapuze und so weiter. Das war auch mein Weg. Für mich war nach der klassischen Gitarre, nach dem Studium der klassischen Gitarre, zuerst mal die Welt der Renaissance und des Mittelalters neu. Und hat mir unschätzbare Früchte gebracht und Eindrücke gebracht und auch über den Klang etwas gesagt. Aber jetzt geht es eben darum, nachdem ich erlebt habe, das ist Zukunftsmusik, wo ist die Zukunftskleidung? Ich konnte sie mir noch nicht kaufen, aber ich weiß, wo ich sie kriege. In der Schweiz im TÜFA-Institut. Und da habe ich jetzt also erstmal noch die Kleidung von der Epoche an, in der ich meine neue Beweglichkeitslizenz erworben habe. Den Busführerschein für den Klangbus. Also Busführerschein und Klangbus. Sie stellen den Moderator schon auf schwierige Situationen. Sie sehen ja ein bisschen mehr aus jetzt wie ein Monteur, wenn ich das quasi sagen darf. Nicht so sehr, weil wie kann man sich jetzt das, wie passt das zu Klang und Klangbus?
Ja, bei der Verkehrsakademie durfte ich meine Busfahrerlizenz erwerben. Und da haben wir natürlich auch Werkstattstunden gehabt und wie macht man dies und das und jenes. Und deswegen haben wir diese Ausstattung auch dort bekommen. Kann man sagen, Sie sind im bürgerlichen Beruf noch Busfahrer? Nein. Das ist Ihr eigener Klangbus. Aber der Klangbus, ist das denn ein richtiger Bus oder ist das ein Begriff, den wir erst noch kennenlernen müssen? Also da ist mir tatsächlich wichtig, dass das nicht nur Klangbus heißt, sondern Projekt Klangbus. Die Idee ist so, wie wir es jetzt besprochen haben, ich möchte einen großen Bus zur Verfügung haben, der aufgebaut ist, in dem die Instrumente installiert sind. Der steht plötzlich auf dem Marktplatz und Sie kommen rein und kommen aus dem Staunen nicht wieder raus. So ist das gemeint. Denn als ich diese Führerscheinausbildung machte, stand plötzlich mitten auf dem Kulmbacher Marktplatz der Omnibus für direkte Demokratie. Das war ein Erlebnis für mich. Und meine Idee ist der Omnibus für direkte Klangwahrnehmung. Das war der Beuys, oder? Ja, ja. Und insofern heißt es Projekt. Es sind noch nicht die Menschen beisammen und die Kapitalien beisammen, die den Bus kaufen und die den Bus ganzjährig nutzen. Ich muss es jetzt noch so machen, dass ich immer alles zusammenpacke in den Kastenwagen und auf Verabredung nach dem 1354. Telefonat dann hinfahre zu den Menschen, alles auspacke, aufbaue hier neben Teekisten und wo es halt ist und dann spiele, anrege, anleite. Wenn ich mal die Analogie ziehen darf, also mit dem Beuys, also Erfahrung direkter Demokratie, und Beuys ist ja ein Künstler gewesen, nicht ein Politologe, und wollte da ja auch mehr mit erreichen. Und Sie sagen Erfahrung direkten Klangs, weil die Leute heute über Fernsehen und so normale kommerzielle Musik verblödet sind oder nicht mehr richtig hören, oder ich sage es für Sie, Sie dürfen widersprechen. Ist da sowas, dass Sie sagen, da ist eigentlich keine direkte Klangerfahrung mehr. Man hört nicht selber individuell, sondern man hört lauter so Produkte, so wie Massenprodukte der Industrie. So wie wir ja selber auch nicht unmittelbare Erfahrungen machen, sondern lauter Produkte haben. Ist das Ihre Kritik oder Ihr Wunsch, da sozusagen ein direktes Verhältnis zu schaffen? Ja, das ist meine Entdeckung. Und wir brauchen noch nicht einmal in dem Sinne, um was es mir geht, den Aspekt ins Auge zu fassen, dass es Millionen von Produktionen gibt, so viele, sondern überhaupt nur den Aspekt, wie kommt denn das Wesentliche zu mir, in mich, durch mich. Das kann man ja wirklich vergleichen mit Nahrung. Es gibt viel Nahrung, aber